Wer ausreichend und gut schläft, der fühlt sich am nächsten Tag ausgeruht und fit. Das wissen wir alle. Nur in unserer Zeit ist es leider so, dass immer mehr Menschen wirklich auch an Schlafstörungen leiden. Das stimmt. Die Zahl der Menschen, die an Schlafstörungen leiden, hat in den letzten Jahren leider ständig zugenommen. Und was tun, wenn man schon alles versucht hat, aber immer noch an Schlafstörungen leidet? Nun, es gibt pflanzliche Produkte, die sanft bei Ein- und Durchschlafstörungen gut helfen. Sie meinen Schlaftabletten? Nicht so, wie Sie meinen. Es sind wirklich pflanzliche Produkte, die einem helfen, tiefer zu schlafen. Und am anderen Morgen ist man frischer. Und zudem kann man sie einmal nehmen oder auch über einen längeren Zeitraum. Das heißt also, Heilpflanzen können auch als Schlafmittel verwendet werden? Ja, das stimmt. Und deshalb sind wir auch hier in diesem Bett mit diesem Hopfen hier. Hopfen hat sehr gute, beruhigende und auch schlaffördernde Eigenschaften. Und in Kombination mit anderen Pflanzen, zum Beispiel mit Baldrian, ist es eine sehr gute Therapie für Ein- und Durchschlafstörungen. Das heißt also, Alfred Vogel hat eben beispielsweise Baldrian und Hopfen eingesetzt, um Schlafstörungen vorzubeugen. Noch heute werden Heilpflanzen aus kontrolliert biologischem Anbau genommen. Und Alfred Vogel war überzeugt, dass die frische Pflanze wirksamer war als die getrocknete Pflanze. Das gilt natürlich auch hier bei Hopfen und Baldrian. Und diese Kombination dieser zwei Pflanzen ist wirklich eine sehr gute Therapie für einen tiefen und gesunden Schlaf. Das klingt wirklich gut. Das stimmt. Die Zahl der Menschen, die an Schlafstörungen leiden, hat in den letzten Jahren leider ständig zugenommen. Ja, und was tun, wenn man schon alles versucht hat, aber immer noch an Schlafstörungen leidet? Nun, es gibt pflanzliche Produkte, die mild bei Ein- und Durchschlafstörungen helfen.